Ja, willkommen zu dieser Kritik von Unbelievable. Wie ich gerade schon im Infovideo gesagt habe, ich plane jetzt immer mal wieder so höchstens 5 Minuten lange Mini-Kritiken für aktuelle Filme oder Serien, für die ich momentan keine Zeit habe, um ein Skript für sie zu schreiben. Aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich möchte euch sagen, ob diese Serie sehenswert ist oder nicht. Und falls sie sehenswert sein sollte, dann solltet ihr sie natürlich auch auf jeden Fall gucken. Und Unbelievable bedeutet hier erstmal unglaublich. Und unglaublich ist auf jeden Fall diese Netflix-Serie. Kommen wir direkt mal zur Handlung. Und die Handlung setzt ein praktisch, dass Marie, das ist unsere Protagonistin, sie wird vergewaltigt. Und dann kommt natürlich die Polizei, sie ruft die Polizei an. Und hat natürlich auch nach der Vergewaltigung mal auch ihren Freund angerufen und sowas. Das Problem ist, es gibt verschiedene Aussagen von ihr. Das heißt, es wirkt so, als ob sie lügen würde. Also wird ihr von der Polizei nicht wirklich geglaubt. Und deswegen, sie wird dann auch angeklagt wegen Falschaussage. Und ja, das ist natürlich nicht gut für sie. Und das Kranke ist aber, ein paar Wochen später wird in einem anderen Bezirk eine Frau vergewaltigt, und zwar auf die gleiche Art. Und daraufhin ermitteln dann zwei Polizistinnen und sie versuchen halt, diesen Vergewaltiger zu finden. Und vielleicht stimmt die Geschichte von Marie ja wirklich. Und das ist praktisch die Handlung dieser Serie. Und was es halt so besonders macht, ist, dass das auf einer wahren Begebenheit bzw. auf einer wahren Geschichte basiert. Und allein deswegen, also ihr habt ja gerade schon die Handlung gehört, ich finde sie ist mega interessant. Und ja, kommen wir direkt mal zu den verschiedenen Handlungen. Denn die Serie kann man eigentlich so in zwei Handlungsstränge eingliedern. Und das ist natürlich der eine Handlungsstrang befasst sich mit Marie und der andere befasst sich mit Grace Rasmussen und Karen Duval. Das sind halt die Polizistinnen bzw. die Detectives, die halt den Vergewaltiger suchen. Kommen wir erstmal zu der von Marie. Und Marie ist halt, also sie ist eh schon, ich sag mal, labil. Sie hat eine schwere Kindheit, sie ist auch bei einer Pflegemutter aufgewachsen. Und sie wird ihr dann halt, also es wird ja praktisch ja gesagt, dass sie lügt. Und deswegen wird sie dann noch von vielen Leuten beschimpft. Und sie hat ja eh schon ein Trauma durch die Vergewaltigung, die ja vielleicht doch stattgefunden hat. Und entwickelt Depressionen, beziehungsweise sie ist ja vorher auch schon, also sie wohnt in so einem Pflegeheim, weil sie halt nicht wirklich gut alleine leben kann. Und insgesamt ist halt diese ganze Geschichte von Marie ziemlich traurig und schlimm und es ist halt einfach nochmal kranker, wenn du weißt, dass es auf einer wahren Geschichte basiert und das ist im Jahr 2008 passiert. Und ja, das ist einfach echt ziemlich krass. Und die zweite Geschichte ist halt, wie schon gerade gesagt, von Grace Rasmussen und Karen Duval. Und die sind ja Detectives, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ich finde, in den besten Momenten von Unbelievable erinnert mich die Serie ein bisschen an Mindhunter. Ich weiß nicht, ob ihr Mindhunter kennt, ist auch eine exzellente Netflix-Serie, die ihr unbedingt sehen solltet. Also da kam dieses Jahr, also im August, die zweite Staffel raus und sie ist wirklich exzellent, aber gut, genug Werbung für Mindhunter gemacht. Und Unbelievable hat auf jeden Fall viele Twists und es ist wirklich spannend. Also wie schon gesagt, wenn ihr Mindhunter kennt, Mindhunter ist auch dafür bekannt, eine unfassbar spannende Serie zu sein. Und Unbelievable setzt da genau an. Und was ich aber auch gut finde, sind diese lustigen Momente, die immer wieder dazwischen sind. Ich meine, das ist eine harte Geschichte mit Vergewaltigung, mit wer ist der Vergewaltiger. Insgesamt auch diese Atmosphäre mit Marie, wenn sie beschimpft wird oder von Drohanrufe bekommt. Das ist einfach eine sehr, sehr schlimme Atmosphäre. Und deswegen sind auch diese lustigen Momente ziemlich wichtig, um einfach diese ganze Atmosphäre aufzulockern. Aber eigentlich lebt die Serie nicht nur von der Story, die natürlich sehr gut ist, aber auch die Charaktere bzw. die Darsteller. Die Darsteller sind wirklich exzellent. Da hätten wir zum einen Caitlin Dever, keine Ahnung. Sie spielt Marie und ich kannte sie vorher nicht. Für mich ist sie relativ unbekannt. Es wirkt aber alles sehr authentisch, da sie natürlich auch mitleiderregend ist. Und sie guckt auch die ganze Zeit so total traurig, so. Ja, es ist wirklich echt gut geschauspielert und ja, ich bin mal sehr gespannt, was man noch von ihr in der Zukunft sieht. Sie ist auf jeden Fall, sie ist praktisch ja die Handlungsträgerin in dieser Einhandlung und sie ist einfach ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und dann hätten wir noch die eine Detective, wie ich gerade schon gesagt habe, die Karen Duval. Sie ist gespielt von Merritt Weaver. Die kennt man zum Beispiel aus Godless. Godless ist ja auch eine absolute geile Serie. Und sie ist dort auch hier in Unbelievable ziemlich super. Und
insgesamt sie ist eher die normale, während dann Grace Rasmussen, gespielt von der wundervollen Toni Collette, einfach die ein bisschen exzentrischere, die ein bisschen schlecht gelauntere Detective spielt. Und ja, ich liebe ja Toni Collette seit Hereditary. Ja, jetzt kommt erstmal wieder ein langer Hereditary-Monolog, kennt ihr ja von mir. Aber nein, also ich liebe Toni Collette und sie ist auch in dieser Rolle wieder absolut fantastisch. Und ja, mehr muss man eigentlich nicht zu Toni Collette sagen. Sie, also für mich ist sie ist meine Lieblingsfigur, einfach weil sie so exzentrisch, sie ist so ein bisschen komisch, aber sie ist natürlich auch, finde ich, so, sie ist ziemlich interessant, ihre ganze Person und ja, insgesamt tolle Schauspieler hier am Start und ja, sie ist halt, also die Serie ist insgesamt halt auch von Frauen getragen und das wirkt aber ziemlich gut und es passt halt auch einfach so zu dieser Geschichte. Und ich möchte jetzt mal zum Fazit kommen, da es jetzt eigentlich schon wieder länger geworden ist, als ich eigentlich wollte. Ich wollte ja eigentlich so unter 5 Minuten bleiben, aber gut, wird halt ein bisschen länger. Ich würde der Serie 9 von 10 Punkten geben. Was mir halt gefällt, ist, dass es eine Miniserie ist. Bei einer Miniserie hast du nicht das Problem, also du kannst eine Miniserie, finde ich, immer anfangen, weil du weißt, es kommt keine zweite Staffel, was du dann auch natürlich dann unbedingt gucken musst. Ja, das finde ich aber einfach ein bisschen angenehmer bei Miniserien. Du weißt, die Geschichte ist abgeschlossen und das ist sie auch hier wieder. Und deswegen hat mir es einfach sehr gut gefallen. Es ist eine gute Staffel. Sie erinnert mich ein bisschen an When They See Us. Das ist ja auch eine Miniserie von Netflix, die auch so ein Thema aufgreift. Nur von der anderen Seite aus und auch eine exzellente Serie, die man gucken kann, eine Miniserie mit 5 Folgen und Unbelievable hat 8 Folgen und die sind auch allesamt spannend. Ich habe sie wirklich vollkommen durchgeguckt hintereinander, weil sie echt, echt gut gemacht ist und ja, insgesamt eine riesige Empfehlung, Unbelievable, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, der September wäre eigentlich relativ frei von Serien, aber da habe ich mich getäuscht, denn Unbelievable ist wirklich eine unglaubliche Serie und macht sehr, sehr viel Spaß. Also, wenn ihr gerade keine Serie am Gucken seid, dann solltet ihr Unbelievable, oh mein Gott, auf jeden Fall eine Chance geben. Denn es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut und einfach spannend. Genug lustige Momente habe auch noch dabei, die halt die Atmosphäre auflockern. Und halt einfach tolle Darsteller, wie schon gesagt, Caitlin Dever, Merritt Weaver und, oh mein Gott, diese Auffälligkeit ist mir noch gar nicht aufgefallen gerade. Und Toni Collette, also, ja, wie schon gesagt, ist auf jeden Fall sehenswert und einfach wegen dieser wahren Geschichte dahinter auf jeden Fall auch wichtig. Denn eigentlich heißt es doch im Zweifel für den Angeklagten und nicht im Zweifel gegen den Angeklagten, oder? Oder auf jeden Fall, das war diese erste Kurzkritik. Könnt ihr schreiben, ob ihr das gut fandet oder ob ihr es nicht so gut fandet. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Und wir sehen uns dann, wann anders wieder. Bis dahin, tschüss.